2:2 von positiv oder negativ aus Rapid-Sicht aufgrund des Spielverlusts? Ja, negativ. Wir wollten unbedingt hier gewinnen gegen die Austria, aber haben leider in der ersten Halbzeit verschlafen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir eine richtig gute Partie gespielt, hatten auch die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen am Ende. Und ja, wir sind sehr traurig. Ja. Was ist passiert, dass man so aus der Kabine rausgekommen ist, gleich die ersten Minuten dann verschlafen hat eigentlich und so nicht ins Spiel gefunden hat? Ich glaube, am Anfang waren wir richtig aggressiv, das waren aber nur ein paar Minuten und dann waren wir viel zu weit weg vom Gegner. Die Austria hatte viel Raum in der Mitte, konnten den Ball richtig gut zirkulieren. Und dann hat der Trainer in der Halbzeit das System geändert und ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es eine super Partie von uns. Es war ja auch extremes Pressing vor diesem 0:1. Also ihr seid so richtig draufgegangen, diese ersten 2,5 Minuten, dann mit der ersten Aktion die Austria in Führung gebracht. Was ist euch dann durch den Kopf gegangen? Oh, ich weiß selber nicht. Ich kann es noch immer nicht verstehen, was wir da aufgeführt haben, aber wir können jetzt von der zweiten Halbzeit reden und ich glaube, da können wir jetzt weitermachen gegen Admira, ja. Kurz erste Halbzeit, das war ja dann das Momentum auch auf eurer Seite. Ihr habt sofort den Ausgleich gemacht, das war ja dann doch auch so ein Weckruf, oder? Ja, das war richtig gut, dass wir dann gleich den Ausgleich gemacht haben. Und ich habe geglaubt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt biegen wir sie, aber war einfach viel zu wenig in der ersten Halbzeit. Ja. Ist es rein an dieser Systemumstellung gelegen oder ist der Trainer in der Kabine doch etwas lauter geworden? Ja, ist schon etwas lauter geworden, zu Recht auch, weil hier vom ausverkauften Haus immer zu spät zu kommen, dass die Austria immer den zweiten Ball gewonnen hat und das hat den Trainer geärgert und ich glaube, die zweite Halbzeit war richtig gut. Ja. Jetzt wirst du immer mehr zum Mann der wichtigen Tore, oder? Ja, ich rede nicht gerne über mich. Für mich ist es richtig schade, dass wir hier verloren haben und klar freut man sich, wenn man ihn da betrifft. Und ja. Aber 7 Tore für Rapid, 1 in der Europa League, 2 gegen Salzburg, 2 gegen Austria jetzt, also das wollte ich damit sagen. Ah, okay, ja, richtig schön, wie gesagt, die 7 Tore sind nicht so schlecht wie eine defensive Mittelfeldspieler. Ja. Wenn man das dann am Schluss sich anschaut, diese Chancen, die man dann noch hat, allein Gnasi, wie oft alleine vor dem Tor steht, hadert man dann schon mit dem Ergebnis, da wäre doch mehr drinnen gewesen, vor allem aufgrund der letzten Minute. Ja, das ist halt richtig traurig, dass wir die Möglichkeiten nicht gemacht haben. Man muss auch ein Kompliment an den Austria-Keeper, der hat richtig gut gehalten und was soll's, wir schauen jetzt weiter. Ja. Paul Strebing hat euch in der ersten Halbzeit auch einiges noch gerettet. Ja, stimmt, der Strebi war auch richtig gut. Ja. Was nimmt man jetzt mit? Man hätte wieder mit einem Sieg hätten wir auf Platz 3 springen können. Wie geht man mit diesem Derby-Remis um? Ja, wir analysieren das morgen, was wir falsch gemacht haben. Die Tabelle, ich schaue nicht so gern die Tabelle, ich schaue von Spiel zu Spiel. Und wir analysieren das morgen, was wir falsch gemacht haben, was wir gut gemacht haben und konzentrieren uns auf das Admira-Spiel. Ja. Und was haben Sie gut gemacht und was war falsch? Ja, das wollen Sie wissen. Das war in der ersten Halbzeit, wie vorhin gesagt, also war das schon, dass wir nicht aggressiv genug waren, dass die Austria immer den Raum in der Mitte hatte. Es hat nicht so ausgesehen wie gegen den LASK, wo wir eine gute Partie gespielt haben, aber dann in der zweiten Halbzeit war es richtig gut. Wir haben fast jeden Zweikampf gewonnen, haben uns viele Möglichkeiten herabgespielt und das war's, ja. Was hat denn der Trainer genau gesagt? Wir sind so neugierig. Ja, ich glaube, das sollten wir auch, über das sollten wir nicht reden, ja. Aber schon ernste Worte, so dass sich was geändert hat? Ja, klar, wie vorhin gesagt, der Trainer darf das, er ist der Trainer. Er ist der Coach und es waren halt ein paar Leute Wörter dabei, aber war auch ganz gut. Dann haben wir auch zweite Halbzeit eine richtig gute Partie gespielt. Ja.